Hallo und schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks und heute seht ihr den Tier 10 mittleren Panzer E50M, gespielt von Bletchy aus meinem Clan. An dieser Stelle kleine Werbung darf erlaubt sein, wer Bock und wer auf der Suche nach einem Fun-Clan ist, 1500 Gefechte hat, eine WN8 von 800, der ist sehr gerne eingeladen, wir fahren Bollwerk und ansonsten einfach ein Just-for-Fun-Feierabend-Clan, der das Spiel nicht zu ernst nimmt mit CW und sonstigem. Ja. So, genug der Werbung allerdings. Du und Bletchy mit dem E50M fahrt hier in die 1er-2er-Linie rüber. Ich persönlich fühle mich ja immer im Zauberwald wohler, aber ich lasse mich ja gerne überreden und lasse mir auch gerne schöne Spots zeigen. Jetzt hat der Auto eben auf den LTDB drin und da hat er direkt getroffen. Sehr nice. Man hat auch gut gesehen, bis er gewartet hat, bis diese Anzeige, bis dieser Ding grün ist, so wie jetzt. Arbeitet viel mit Auto-Aim, so wie es sieht. Und das ist ja auch wieder das Schöne, zeigt einfach, manche spielen das Spiel so lieber, manche eben so. Die Mod, wo man übrigens nicht direkt auf das Ziel drauf wechseln muss, um Auto-Aim zu aktivieren, ist auch bei Odemort, das finde ich mittlerweile auch sehr hilfreich. Und ist ja auch von Wargaming sogar mal gesagt worden, dass das eine absolut legitime Mod ist und nicht als Cheat gilt. Ja. So, T71. Natürlich ist es mit dem... Oh. So. Einmal aimt er und der kann es auch nicht durchschlagen. Man muss natürlich auch sagen, Auto-Aim und dieses Auto-Aim-Schießen geht mit einem Panzer, wo man eine sehr schnell fliegende Granate hat, natürlich deutlich leichter und besser als bei Panzern, die in der Regel so schwere Heavies oder sonstiges, die erfordern, dass man auch noch ein bisschen vorhalten muss. So, der Gegner eben da ja im Capture stehend. Nee, ja. Ja, man sieht immer, dieser grüne Punkt ist ein guter Indikator, aber eben auch nicht immer. Also, wie gesagt, muss jeder für sich da einfach definieren, wie spiele ich, wie finde ich es gut, wie habe ich Bock drauf. Aber in dem Fall hat er ja schon ein bisschen Schaden gesammelt. Also, für ihn funktioniert es bis dato sehr gut. So, und jetzt noch 10 Sekunden. Oh, jetzt muss er aber wirklich mal decappen. Oder irgendjemand. Ist eigentlich total wurscht, wer. Oh, 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 oh. Da hat er den T-54 zurückgesetzt. Sehr wichtig, dass hier einer rumfährt. Jetzt würde ich den IS-3A. Ah, er bleibt hier auf dem. Und jetzt der Jagdtiger von ihm fährt hier rein. Bekommt sogar einen Hit. Ah, der Jagdtiger. Der Jagdtiger ist da zu extrem reingefahren. Das war nicht nötig. Der ist da leider geplatzt. Und auch die Lorraine macht ähnliche Aktionen. Aber gut. Jetzt nimmt er erstmal den T-54 raus. Sehr gut. Und jetzt den T-10. Ja, also da würde ich jetzt spätestens mal wirklich aimen. Weil so frontal kommt man einfach besser drauf. Und er hat ja Zeit. Jetzt. Ja, die sicheren Schüsse sind natürlich die, wo man selber zielt. Vielleicht ist er einfach auch nur faul. Aber es geht ja. Klappt doch mit dem Aimen. So, weg ist er. Und jetzt noch der T10. Ja, perfekt. Komm, einen noch rein und schön in die Karosse und weg ist auch eher fein. 4 Kills, 4745 Schaden derzeit. Und jetzt schaut es auch so aus, als ob sein Team hier gut läuft. Das ist übrigens ein sehr schönes Auto-Aim. Ziel, Waffenträger kann man im Prinzip eigentlich überall durch. So, jetzt will er Richtung Jagdtiger und T-71 rüber scheinbar.
Die Art ist auch noch irgendwo am Leben. Könnte sogar sein, dass sie die hier aufdeckt. Nee. Keine Art hier weit und breit. Er ist offen. So, jetzt dürfte er, ich wollte sagen, der WZ wird rausgenommen. Aber dafür gibt er jetzt dem T-71 eine. Oh, jetzt kommt der Jagdtiger. Der Jagdtiger will ihm hier nachfahren, kommt Gott sei Dank nicht so schnell hoch. Und jetzt auf die Frontplatte und dann nimmt er ihn raus. Nicht smart vom Jagdtiger. Ah. Knapp daneben am T-71. So, die Arti nimmt den E-75 raus. Der T-71 wiederum geht auf den Jagdtiger. Jagdtiger nimmt den raus. Er nimmt den T-71 raus. Er ist ja wie eine Schießbude. 6 Kills. Und jetzt wirklich nur noch die Arti am Leben. Die Arti nimmt auch noch den Jagdtiger raus. Die kann ja nur noch so auf A1 irgendwo da die Ecke stehen. Als andere geht ja gar nicht mehr. Der EN-100 dürfte den Rest schon abgefahren sein. So, ich schätze mal, ja, da. Ja, da ist es. So, Auto-Aim und weg. 7 Kills, 6705 Schaden gemacht, 1080 abgeprallt und 1531 unterstützt und Defense Points 100. Also hat er wirklich viel zum Sieg beigetragen. Das Aiming, das kann stören, wer will, und wer jetzt hier wieder meint, der muss zu kommentieren, was weiß ich, Auto-Aim-Noob, lasst es einfach gleich sein. Es war eine schöne Runde, spielt es erstmal besser. So, dann bedanke ich mich, ich hoffe, es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.